Ich finde, die Diskussion wirkt so ein bisschen, als würden wir gerade darüber entscheiden, ob wir neu in die Atomenergie für die nächsten 200 Jahre einsteigen. Also der Atommüll ist da, das ist ein Problem, das es gibt. Und ich glaube, dass der Diskussionspunkt eher ist, streiten wir uns über 10 Jahre weiter Atommüll oder streiten wir uns über 1,5 Grad? Hallo und herzlich willkommen bei 13 Fragen. Wir starten direkt mit der Konfliktfrage. Ist der deutsche Atomausstieg ein Fehler? Wenn ihr sagt, ja, der ist ein Riesenfehler sogar, dann geht ihr jetzt bitte aufs grüne Feld. Und wenn ihr sagt, nein, der Ausstieg ist genau richtig so, je schneller, desto besser, dann geht ihr jetzt bitte aufs gelbe Feld. Ihr könnt euch jetzt gerne positionieren. Zu gefährlich, zu umweltschädlich, zu teuer. Nach der Atomkatastrophe in Fukushima im Jahr 2011 ist der Atomausstieg in Deutschland beschlossene Sache. Ende 2022 soll nun das letzte Atomkraftwerk bei uns vom Netz gehen. Endlich jubeln die einen, die teilweise jahrzehntelang gegen Atomkraft in Deutschland protestiert haben. Aber warum denn gerade jetzt sagen die anderen, die wie die meisten europäischen Länder davon überzeugt sind, nur mit Atomkraft können wir das Klima retten? Und kürzlich attestierte dann auch noch die EU-Kommission, Atomenergie ist grün. Zumindest so lange, wir nicht genug erneuerbare Energien haben. Meine Gäste bei 13 Fragen sind sich uneinig, aber wir sind ja auch hier, um einen Kompromiss zu finden. Und ich bin wirklich sehr gespannt, ob sich die beiden Seiten heute ein bisschen aufeinander zubewegen werden. Denn eins ist klar, alle Menschen, die hier heute auf dem Spielfeld stehen, die wollen den Klimawandel stoppen. Die Frage ist eben nur, wie? Deswegen die Frage an euch, mit Atomenergie oder ohne, wo würdet ihr denn auf dem Feld stehen? Bei Grün, ja, der deutsche Atomausstieg ist ein Riesenfehler. Oder bei Gelb, nein, der ist genau richtig so und soll bitte so schnell es geht passieren. Und für euch, meine Gäste, gilt ab jetzt, wenn ihr der anderen Seite in einem Argument zustimmt, dann könnt ihr einen Schritt auf sie zugehen. Und wenn euch etwas aufregt, ein Argument, eine Aussage, was auch immer, dann könnt ihr auch das gerne mit einer Bewegung verdeutlichen, indem ihr einen Schritt nach hinten geht. Alina, ich möchte mit dir anfangen. Ich glaube, bei vielen von uns haben sich die Bilder aus Tschernobyl wahrscheinlich für immer eingeprägt, vor allem durch die Medien, durch Serien, durch Fotos. Wie ist das für dich? Woran denkst du, wenn du Tschernobyl hörst? Du hast ja auch einen ganz persönlichen Bezug dazu. Also tatsächlich, Tschernobyl ist eine Familiengeschichte für mich. Ich bin selber aus Tschernobyl evakuiert. Und mein Vater hat an der Nacht des Gaus in Tschernobyl-Kraftwerk gearbeitet. Und auch Jahre später ist er an den Nachwirkungen von Tschernobyl-Katastrophe gestorben. Trotz meiner persönlichen Bezug zu Tschernobyl, ich bin generell gegen deutscher Ausstieg aus dem Atomprogramm. Ich glaube, dass Atomenergie ist viel grüner und zuverlässiger als viele denken. Und ich glaube auch, das war eine populistische und zu frühe Entscheidung von deutscher Regierung. Du stehst wahrscheinlich auf der Seite des Feldes, wo einige sich drüber wundern würden. Magst du das nochmal erklären, warum du eben da stehst und nicht auf der gelben Seite? Also ich verstehe, dass was passiert ist in Tschernobyl, ist eine riesige Katastrophe. Und wie gesagt, meine Familie wurde dadurch direkt beeinflusst. Andererseits, ich bin eine Realistin. Ich kann sehen, wie statistisch manche Sachen passieren oder nicht passieren, wie gefährlich irgendwas ist im Vergleich zu den anderen Sachen. Und in Realität, es ist eigentlich eine von sichersten Energiequellen, was heutzutage gibt. Mhm. Also wenn wir über konventionelle Energien sprechen. Mhm. Hier bewegen sich schon ein paar Leute nach hinten. Cecile, du hast dich auch ein bisschen nach hinten bewegt. Kannst du verstehen, warum Alina auf der grünen Seite des Feldes steht? Alina hat gesagt, sie ist Realistin. Aber ich finde, Realist sein ist einfach anzuerkennen, dass diese Technologie zu gefährlich ist. Und zwar nicht nur wegen Gaugefahr und Tschernobyl. Man sagt, ja, das war in der Sowjetunion. Dann sagt man zu Fukushima, ja, da gab es einen Tsunami. Also ich selbst komme aus Frankreich und in Le Blayais, das ist bei Bordeaux. Und da hat vor 20 Jahren zum Beispiel eine beinahe Katastrophe gegeben, weil gleichzeitig ein Sturm war und eine Überschwemmung von der gesamten elektronischen Anlage, die das AKW steuert. Wir waren sehr knapp an einem Unfall. Wie oft muss das noch passieren? Das Thema Atomkraft liegt mir im Herzen, weil es einfach um unsere Lebensgrundlage geht. Wenn wir die zerstören, können wir nicht weiterleben. Und bei Atomkraft spielt sehr viel mit einer Rolle. Es gibt
atomare Verseuchung, die natürlich ein Problem ist, aber auch geopolitisch. Wir leben in einer instabilen Welt. Ich meine, jetzt gerade hören wir gerade von Ukraine und die Interessen Russlands. Russland ist eine Atommacht. Das ist nicht ungefährlich. Also für mich können wir diese Gefahren nicht verantworten einfach. Elia, du bist auch einen kleinen Schritt nach hinten gegangen. Warum? Also ich habe mich gerade vor allem auch an dem, das wäre eine sichere Energiequelle gestoßen, weil ich dachte, es gibt Alternativen, die sind auf jeden Fall sicherer, erneuerbare Energien. Und wenn Menschen sagen, Atomenergie ist super sicher und super toll, dann wird dabei vor allem auch der Uranabbau ausgeblendet, wo große Teile von der Natur zerstört werden und wo Krankheiten in den Abbaugebieten immens in die Höhe gehen. Krankheiten wie Krebs, Leukämie und so weiter. Und der Protest, der an diesen Orten stattfindet, der wird komplett ignoriert. Das für die Atomenergiegewinnung notwendige Uran wird vor allem in Ländern des globalen Südens und auf dem Territorium von indigenen Gemeinschaften abgebaut. Menschen, die an Atomkraft festhalten, blenden sowohl die kolonialen Kontinuitäten als auch die gesundheitliche Gefährdung, die mit der Nutzung von Atomkraftwerken einhergeht, aus. Jasmin ist einen Schritt auf Elia zugegangen. Warum? Ich glaube, das ist genau der Knackpunkt. Also es geht hier, glaube ich, gar nicht darum zu sagen, dass Atomkraft die mit Abstand beste Lösung dafür ist, wie wir unseren Strom versichern. Aber ich glaube, der Zeitpunkt zu diskutieren, was ist richtig und was ist falsch, ist halt die falsche Diskussion. Für mich gibt es nicht die perfekte Lösung für die Energiewende, weil ich glaube, dass wir zu viele Fehler in der Vergangenheit gemacht haben. Zum Beispiel sind wir zu früh aus der Atomenergie ausgestiegen und haben auch Debatten falsch geführt. Das heißt, am Ende starten wir nicht von neu, sondern müssen jetzt mit Kompromissen arbeiten. Es ist, glaube ich, außer Frage, dass Strahlung und dass Atomkraftwerke ein gewisses Risiko haben, aber auch rein wissenschaftlich in den letzten Jahren durchaus klar ist, dass Atomkraftwerke ein gewisses Risiko haben, das sehr einschätzbar ist und da viel Kontrolle erfolgt. Also von den Leuten, die darin arbeiten, den Werte täglich gemessen werden, bis hin zu der Entsorgung und dem Prozess und wer davon betroffen ist. Es sind also keine verdeckten Prozesse. Und ich glaube, da muss man andocken zu sagen, wie viel Risiko nimmt man im Kauf und was ist sozusagen die Kosten davon, wenn man das jetzt sofort abschaltet, was passiert dann? Also ich finde, hier muss man sich schon auch fragen, ja, wo werden denn die Risiken in Kauf genommen? Und in Deutschland gibt es Uranvorkommen und in Deutschland wird Uran nicht abgebaut, weil es extreme gesundheitliche Schäden nach sich zieht und weil dadurch die Natur zerstört wird. Und hier werden halt die negativen Folgen von Uranabbau von der Atomindustrie ausgelagert, vor allem in den globalen Süden. Also es geht darum, was ist richtig und was falsch. Und hier geht es irgendwo auch um Menschenrechte. Das ist auch wieder eine sehr eurozentristische, klimaaktivistische Sicht. Denn es ist durchaus etwas, was auch in anderen Kontinenten, sowohl im asiatischen Raum als auch im amerikanischen und südamerikanischen Raum, auch ausgebaut wird. Und jetzt zu sagen, das ist so ein, dass man das rein darauf runterbrechen kann, dass Europa seinen Atommüll oder sozusagen die Schäden davon nur der globale Süden trägt, ist ja auch ein Gegenargument automatisch. Weil wenn wir hier weiter auf Atomenergie setzen würden, die Kohle jetzt aus wären, wir keine 1,5 Grad Risiken mehr hätten, dann würde der globale Süden jetzt auch nicht schon so unter der Klimakrise leiden, wie er es tut. Also ich glaube, das ist ein Teufelskreis, wo es nicht darum geht, wer ist richtig und wer ist falsch, sondern was sind die nächsten Schritte, um in den nächsten 10 Jahren also 1,5 Grad zu schaffen. Also ja, aber mal einwerfen darf. Also ich denke, wir sind hier in einer Art deutschsprachigen Insel, wenn man so will, wenn man tatsächlich um die Grenzen hinausschaut, nicht nur in Europa. Es werden neue Kernkraftwerke gebaut, und zwar genau in Ländern des Südens, weil sie eine sichere Energieversorgung brauchen und sie wollen das auch günstig haben. Es werden welche gebaut in Bangladesch beispielsweise, in den Vereinigten Arabischen Emiraten wird das gemacht und die werden sehr viel früher klimaneutral sein als wir. Ich bin gegen den Ausstieg aus der Kernenergie, weil das unweigerlich zu mehr fossiler Verbrennung führen wird, also mehr Kohle und Gas. Und das heißt, 1 Milliarde Tonnen mehr CO2-Emissionen bis 2045. Also global betrachtet ist eigentlich die Atomkraft auf dem Niedergang. Jetzt haben wir zum Beispiel gerade einen Konflikt in der Ukraine, wo ich mir sage, naja gut, Atomkraftwerke sind weder für Wetterextreme im Rahmen der Klimakrise noch eben für möglichen Anschläge ausgelegt. Das ist in einer uninstabilen geopolitischen Welt, es ist einfach gefährlich. Das ist einfach nicht wahr. Also die Kernkraftwerke sind für Unfälle ausgelegt. Es war genau das Problem in Fukushima gewesen, dass durch sträfliches Nachlassen der Behörden dort und von TEPCO auch, die nicht für den schlimmsten Fall vorgesorgt haben. Wenn dort
zum Beispiel auch wie in Deutschland die Kernkraftwerke auf den schlimmsten Event, den es in 10.000 Jahren gibt, vorbereitet gewesen wären, dann wäre das nicht passiert, was in Fukushima passiert ist. Das muss man sich klar machen. Das ist nicht übertragbar, wie es Frau Kanzlerin Merkel gemacht hat, auf Deutschland. Das ist einfach nicht so. Elia, was sind denn deiner Meinung nach die schlimmsten Gefahren an Atomenergie? Also einmal auf jeden Fall auch, dass es keine Möglichkeit gibt, die Abfälle sicher zu verwahren, denn die strahlen 1 Million Jahre und 1 Million Jahre kann es nirgendwo einen Ort geben, wo die sicher sind. Es wird im Zuge der Klimakatastrophe zu mehr Starkwetterereignissen kommen, zum Beispiel Überschwemmungen und so weiter. Das bedeutet, Lagerorte sind noch mehr gefährdet, irgendwie kaputt zu gehen oder nicht sicher zu sein. Und dazu noch mal zu betonen, sind es eben die Risiken vom Uranabbau, wo niemand Bock drauf hat. Also wer hat denn Lust, irgendwo zu leben, wo die Krebsraten mega nach oben gehen? Wer hat Lust, dass Trinkwasser verunreinigt wird? Also niemand. Und es gibt ja Alternativen, erneuerbare Energien, die all diese Problematiken und Gefahren eben nicht mit sich tragen. Doch, sie bringen es genauso, weil sie genauso extraktiv verschiedene Elemente aus der Erde rausholen müssen. Das ist nicht Spezielles für Uran. Das müssen wir allgemein angehen. Wir müssen allgemein dafür sorgen, dass überall, wo egal was geborgen wird, dass das richtig gemacht wird. Und da gebe ich vollkommen zu, wenn es da Missstände gibt, müssen wir diese natürlich bekämpfen. Aber das hat nichts spezifisch mit Uran zu tun. Das passiert in vielen anderen Bereichen auch. Jasmin, denkst du denn, die Punkte, die Elia gerade angesprochen hat, sind das Risiken, die wir einfach eingehen müssen, um das Klima zu retten? Unter anderem, weil ich finde, die Diskussion wirkt so ein bisschen, als würden wir gerade darüber entscheiden, ob wir neu in die Atomenergie für die nächsten 200 Jahre einsteigen. Also der Atommüll ist da, das ist ein Problem, das es gibt. Und retrospektiv auch die Debatte darum, wie sehr in Deutschland geforscht wird. Also das wurde hier gerade schon angesprochen, die Forschung in Atommüll, in Atomprinzipiell in Deutschland ist viel eingeschränkter, als es im Ausland ist. Und das führt dazu, dass die Debatte hier auch bezüglich, wie wir diesen Müll, den wir übrigens haben und den wir schon seit 60 Jahren, über 60 Jahre haben, den entfernen, auch in den Schatten stellt. Das ist also sozusagen, es koppelt sich genau daran. Und ich glaube, das ist das viel größere Problem. Jetzt zu sagen, wenn Atomkraftwerke, wir reden jetzt auch in Deutschland wirklich nur noch von jetzt, glaube ich, drei Stück, die bis Ende des Jahres abgeschaltet werden sollen, ob die anbleiben, weil die letzten 6 haben für über 10% der Versorgung beigetragen. Und ich glaube, dass der Diskussionspunkt eher ist, streiten wir uns über 10 Jahre weiter Atommüll oder streiten wir uns über 1,5 Grad? Also ich finde, der Druck, der in der Atombewegung ausgeübt wird, warum ist das nicht bei 1,5 Grad in der Kohle? Also ich würde mich sofort hinstellen, wenn Kohle jetzt ausgeht und wir das komplett transformieren können in was anderes, das Geld. Das Geld, das wir ausgegeben haben, um die Atomkraftwerke runterzufahren die letzten Jahre, wo hätte das hingehen können? Also das sind alles so Fragen, die eigentlich darauf zugehen. Also müssen wir deiner Meinung nach einfach so ein bisschen in sauren Apfel beißen, weil wir gerade nicht so viele Möglichkeiten mehr haben. Es ist ja gerade keine andere Lösung da. Also das ist sozusagen die 40% Kohlekraft und die CO2-Tonnen, die dadurch ausgestoßen werden, sind ja das eigentliche Problem, weil 1,5 Grad ist irreversibel. Aber es gibt ja nicht nur zwei Alternativen. Es gibt ja nicht nur Kohle und Atomkraft. Ja, Ernesto, du hast dich auf Jasmin zuverlässig. Zuverlässige Quellen gibt es wirklich. Atomkraft, Kohle und ja, so geothermal. Leider, wir wohnen nicht in Island dafür. Ja. Aber und Solar. Und Solar und Wind leider in Deutschland ist noch und generell in der Welt ist noch nicht zuverlässig. Und es gibt nicht wirklich Speicherkapazitäten davon. Wir sagen nicht, dass die sind schlecht. Wir sagen einfach davon, dass wir sind noch nicht bereit, komplett auf die Renewables umzusteigen. Das halte ich für nicht zutreffend. Also ich glaube tatsächlich, ich bin ehrlicherweise auch nicht per se der Ansicht, dass man jetzt vom Sicherheitsaspekt her Atomkraft als die schlechteste Technologie darstellen kann, weil ich glaube, dass die Kohlekraft wesentlich mehr Tote verursacht. Insofern aus Sicherheitsaspekten, wenn man jetzt wirklich nur die beiden Alternativen hätte, würde ich auch gar nicht per se gegen die Atomkraft sein. Aber ich glaube, es ist einfach gar nicht die beste Möglichkeit, die wir haben. Und es löst eine Abwägung aus, die gefährlich ist. Denn wenn wir auch bestehende Atomkraftwerke länger laufen lassen wollen, dann müssen wir sie auf Sicherheitsstandards und durch Instandhaltungsmaßnahmen auf Level bringen, was sehr viel Geld kostet. Und dieses Geld wird uns für den Ausbau der Erneuerbaren fehlen. Insofern muss man sich wirklich sehr, sehr gut
sehr, sehr gut abwägen und verstehen, dass das Geld nur einmal ausgegeben werden kann. Um die Energiewende wirklich zu schaffen, ist zum einen ein echtes Commitment, eine komplette Entschlossenheit notwendig. Das heißt, dass es auch kein Zurück mehr gibt, deshalb auch der Atomausstieg feststehen sollte. Und zum Zweiten braucht es, wie so oft auch schon diskutiert wird, wirklich einen drastischen Abbau der Regulierung und der Beschränkungen, wenn man Erneuerbare ausbauen möchte. Es ist nicht zutreffend, dass die Atomkraft eine gute Ergänzung zu Solar und Wind ist. Das ist sie technisch nicht. Von daher sollten andere Technologien und andere Lösungen forciert werden. Und es sollte durch die geografische Diversifizierung von Wind und Solar über ganz Europa, vielleicht sogar mit Nordafrika hinweg, dadurch eine Grundlast erzeugt werden. Und eben nicht dadurch, dass man Atomkraftwerke laufen lässt. Amadeo, Jasmin, Alina, ja, seid alle einen Schritt auf Ernesto zugegangen. Warum? Ja, also ich denke, dass man auf jeden Fall nicht nur Kernenergie braucht. Wir brauchen alle kohlenstoffarme Energiequellen. Und ich denke, das lässt sich am besten machen, wenn wir alles auf einem ebenen Spielfeld sich entwickeln lässt. Also das heißt, wir brauchen, um möglichst schnell dahin zu kommen, brauchen wir ganz einfach alle drei jetzt, zumindest jetzt im Moment, solange wir nichts anderes haben. Ob das in 10, 20, 30 Jahren eine andere Situation sein wird, das kann ich nicht sagen. Aber heute, nach dem heutigen Stand, ist es nicht so, dass wir alleine mit Solar und Wind auskommen werden. Weil die ganzen Speicherkapazitäten haben wir gar nicht. Wir haben sie nicht. Wir werden Gas und Kohle brauchen. Und man hat ja gesehen, in den letzten Jahren und 20 Jahren, die beste Versicherung für die Kohle- und Gasindustrie ist diese 100% Solar- und Wind-Ideologie, sage ich mal, gewesen. Weil sie konnten sich weiterhin profilieren als der große Freund der erneuerbaren Energien. Ernesto, es wurden jetzt schon ein paar Mal die fehlenden Speichermöglichkeiten, gerade bei erneuerbaren Energien, angesprochen. Wie siehst du das? Ist das ein großes Hindernis? Das ist eine Herausforderung, aber Atomkraft ist da keine gute Lösung. Atomkraftwerke sind darauf ausgelegt, also die Deutschen beispielsweise, 400 Mal in ihrem Lebenszyklus auf Null zu fahren, ungefähr. Das heißt 10 Mal pro Jahr über 40 Jahre. Damit kann ich nicht gut modulieren und ich kann eben nicht in einem Stromnetz, in dem ich 80% bis 2030 Erneuerbare habe, genau diese Windveränderung und die Sonnenveränderung ausgleichen. Das ist nicht die richtige Ergänzungstechnologie. Nein, darunter leidet der Betrieb und auch die Wirtschaftlichkeit, weil Atomkraftwerke haben so hohe Kapitalkosten, dass ich sie eigentlich permanent laufen lassen muss, damit sie von den Gestehungskosten, also wie viel Cent pro Kilowattstunde kostet das, überhaupt ansatzweise finanzierbar sind. Aber so oder so müssen wir es ja ausgleichen. So oder so muss die Energie speicherbar sein, genau. So oder so müssen wir auf die Energie, genau, die wir brauchen, kommen. Wie machen wir das? Schritt 1 ist, erstmal europäisch die Erneuerbaren ausbauen und nicht jedes Land für sich und eng vernetzen über einen Ausbau der Stromnetze. Denn ich habe, wenn ich gerade in der Ostsee keinen Wind habe, habe ich welche in der Nordsee oder im Atlantik und das Gleiche gilt für die Sonne. Also einen sehr, sehr hohen Ausgleichs- und Grundlastgrad erreicht man allein durch eine geografische Verkopplung. Das Zweite sind Speicher. Das Dritte sind, ja, für eine gewisse Weile auch noch Pika-Gaskraftwerke, weil die einfach modulieren können. Das also kann Atomkraft fossile nicht. Brennstoff und CO2. Für eine gewisse Weile ja, weil die Atomkraft das gar nicht leisten kann. Die kann überhaupt nicht da bereitstehen, denn ich habe ein Grundlastkraftwerk. Das funktioniert nicht mit Solar und Wind. Also wie viel Solar brauchen wir, um so viele Solarfelder zu bauen. Und Solar, wenn wir wissen, im Vergleich, also Wind sagen wir jetzt nicht, aber Solar verursacht 300-fach mehr Abfall als Atom. Wir können natürlich für die gleiche Menge Energie produziert. Und das ist schon so auch so ein Thema, worauf wir gehen müssen. Wir müssen nicht immer so sagen, oh, grüne Energie bedeutet kein CO2, alles so super. Wir mussten auch so sprechen über den Abfall von so Schwermetallen, die so Blei und Kobalt, der aus den Solaranlagen heutzutage in Solaranlagen kommt. Und ja, zum Beispiel Japan heutzutage hat schon ein Problem in Zukunft, alle diese Abfall von Solaranlagen zu deponieren. Also das ist schon so auch so ein großes Problem. Eines muss ich noch mal sagen zu dem Argumentation, wir können es ja europäisch lösen. Aber die anderen europäischen Länder machen eben nicht den deutschen Kurs. Das ist wirklich isoliert in der ganzen Welt. Die Klimakrise ist jetzt und nicht in 10 Jahren. Aber der Bau von neuen Atommeiler, der dauert so lange. Und die aktuellen Meiler weiterlaufen zu lassen, das halte ich für lebensgefährlich, weil einfach die ganzen Rohrleitungen korrodieren. Irgendwann haben wir den GAU auch hierzulande. Und das, ich möchte nicht warten, dass es zu spät wird. Jasmin, was sagst du dazu, dass die Klimakrise jetzt ist und eben nicht in 10 Jahren und der Bau aber lange dauert? Ich würde zu der Diskussion gerne einen realpolitischen Aspekt einfügen. Also wir können es geht hier gar nicht darum, ob Idealismus falsch ist, ob man sagt, meiner Meinung nach können wir sofort das ganze Land pflastern mit Solar. Darum geht es mir gar nicht. Sondern es gibt realpolitische Gegebenheiten. Das heißt, wer regiert, wer hat welche Pläne und wie regiert das Ausland. So, und der Kohleausstieg ist nicht
auf ein Datum festgelegt. Das ist der schlimmste Skandal meiner Meinung nach energiepolitisch, den es in den letzten Jahren gegeben hat, dass wir nicht wissen, wann die Kohle aus ist. Das heißt, wir wissen nicht, ob wir 1,5 Grad schaffen. Das würden wir nämlich dann wissen. Das ist der viel wichtigere Punkt. Das heißt, hier geht es gar nicht um die Debatte darum, was schön wäre, sondern was passiert. Und wenn wir Ausfälle haben, kriegen wir trotzdem von den französischen Nachbarn Atomstrom und wir kriegen aus Polen auch Kohlestrom, genau, wenn es vereinzelte Ausfälle gibt. Und wenn das in Zukunft, wenn wir jetzt sozusagen Kohle nicht reduzieren und die Erneuerbaren nicht so schnell ausgebaut werden, weil wir in Deutschland, Stichwort Bürokratisierung, ein riesiges Problem haben, weil sich Parteien und Kommunen sehr querstellen gegen bestimmte Maßnahmen, dann kommen wir damit nicht hinterher, auch wenn das Geld da ist. Das heißt, wie gehen wir mit der Situation um, wenn wir in eine Stromknappheit kommen, wenn es teurer wird, obwohl wir alle wissen, Konsens, ja, und an der Stelle muss man noch sagen, dann ist es doch notwendig, Druck auszuüben und zu sagen, doch, es ist möglich, jetzt erneuerbare Energien konsequent auszubauen, anstatt zu sagen, aber hat es funktioniert in den letzten 20 Jahren? Die Kommunen kriegen es nicht so gut hin, blöd gelaufen, okay, dann lassen wir das und machen Atomstrom. So. Aber wir fordern es doch jetzt seit 20 Jahren. Wo sind wir denn eigentlich? 20 Jahre massive Investitionen hier. Wir sind jetzt dabei, immer noch bei einer bei CO2-Emissionen, die 5-mal so hoch sind wie Frankreich, was die Elektrizität angeht. 5-mal so hoch. Und Deutschland wird vermutlich dort sein in 10 Jahren, wenn es gut geht, wo Frankreich schon vor 20 Jahren gewesen ist. Das muss man einfach auch sehen. Also das heißt, so einfach ist es nicht. Man baut nur erneuerbare Energien aus, ohne zu gucken, ob es den Speicherbedarf gibt oder nicht. Und wenn das Wetter einfach nicht so gut ist, dann haben wir ein Problem. Da brauchen wir ein Backup. Und im Moment ist dieser Backup Kohle und Gas. Und wenn jetzt das weitergeht mit dieser Gasknappheit, heißt es, dass der Kohleausstieg wird noch weiter in die Zukunft verlegt werden. Aber um hier auch mal auf diese Idee zu kommen, von, dass sich der Wind, der an der Ostsee fehlt, dann zum Beispiel durch den Atlantik ausgleicht, auch in Bezug auf die EU-Taxonomie ist es einfach keine gute Strategie, jetzt Atom und Gas auszubauen. Gas ist auch extrem klimaschädlich, by the way. Ja, natürlich. Muss überall erneuerbare Energien ausgebaut werden. Und dann müssen sich Länder vernetzen und müssen sich eben gegenseitig mit erneuerbaren und nicht gefährlichen Technologien aushelfen, anstatt jetzt irgendwie den Klimawandel krass nach vorne zu treiben. Wie wäre denn das Szenario, wenn wir jetzt beim Plan bleiben und wir sagen, Ende 2022, Ende dieses Jahres geht das letzte Atomkraftwerk vom Netz. Was passiert dann? Weil das wird dann passieren, dass wir noch viel länger an Kohle und Gas hängen bleiben. Und deswegen bin ich gegen die Aufnahme von Gas in die Taxonomie. Das ist ganz klar. Das ist CO2 emittierend und auch schädlich. Aber wie die Forschungseinrichtung der Europäischen Union auch festgehalten hat, ist, dass Kernenergie ist genauso auf der gleichen Ebene zu stellen wie Solar und Wind. Beide haben Vorteile, beide haben Nachteile. Und das Beste, was wir tun können, ist, alle kohlenstoffarme Energiequellen zusammenzunutzen, um den Klimawandel möglichst schnell zu bremsen. Und wenn wir das nicht schaffen, kann ich nur sagen, ich hoffe, dass die anderen das kapiert haben und das tun. Ist das nicht eigentlich ein absolutes Totschlagargument gegen Gas, dass Atomkraft nicht CO2-frei ist, aber sehr viel CO2-ärmer? Sollte das nicht eindeutig dafür sprechen? Ich will weder Kohle noch Atom noch Gas. Aber irgendwas müssen wir ja machen. Die wir gar nicht stellen ist, aber können ist das nicht energieeffizienter sein? Aber ist das nicht eine Utopie? Können wir energieeffizienter sein? Können wir unseren Konsum wechseln? Und ich engagiere mich für die Umwelt, nicht nur, ich will keine Techno-Lösungen. Wir müssen auch ein System Change herbeirufen. Das bedeutet, wir müssen anders leben, anders konsumieren, weil einfach die Erdressourcen begrenzt sind. Und das ist sowohl der Fall für Uran als auch für diverse fossilen Energien. Und ich möchte auch noch einwerfen, dass Atomkraft ist auch nicht komplett CO2-frei, insbesondere nicht, wenn man den gesamten Zyklus mitberechnet, zum Beispiel den Uranbergbau mitrechnet, den Bau. Und was auch nicht mal in den offiziellen Berechnungen drin ist, ist zum Beispiel, wie CO2-intensiv das Thema Endlagerung sein wird. Atommüll, da wissen wir noch nicht wohin. Ich sehe das wie ein Flugzeug ohne Landebahn. Ganz kurz, lasst euch gerne ausreden. Aber wenn wir, wie die Regierung im Moment wollen, das tief lagern wollen, da brauchen wir sehr viel Beton, sehr viel CO2-intensives Beton. Das heißt, so einfach ist es auch nicht. Genau, das ist die Kernfrage. Wohin mit dem Atommüll? Wir haben Lösungen und es gibt Länder, die das schon haben. Und die haben es auch kostengünstig gemacht. Naja. Zum Beispiel Finnland hat ihre Lösung mit 2,5
Milliarden bis 3,5 Milliarden. Das habe ich verschiedene Zahlen gelesen. Aber die sind wesentlich unter dem, was hier immer wieder behauptet wird. Mit mehrstelligen, doppelstelligen Millionenzahlen hier in Deutschland. Das ist nicht der Fall. Das Problem ist lösbar, wenn nur der politische Wille, und da komme ich noch mal zurück, da ist. Und das war in Deutschland nicht der Fall. Man hat eine Verbindung gesetzt zwischen, wir müssen aussteigen, sonst machen wir bei der Atommüllfrage nicht mit. Das war das Problem gewesen. Und deswegen sind wir noch an der Stelle, wo wir vor 20, 30 Jahren waren. Man erzählt uns schon seit 50 Jahren, dass man eine Lösung für Atommüll hat. Nein, ist es nicht. Die diversen Versuche, die es gegeben hat, zum Beispiel in den USA beim WIPP heißt das, in Granit wurde das eingebuddelt, da gab es schon Unfälle und Austritt von Radioaktivität. Plutonium war plötzlich messbar an der Oberfläche. Nein, es gibt kein sicheres Endlager, tut mir leid. Cecile sagt, sie möchte keine Kohle, sie möchte kein Gas und sie möchte auch keine Atomkraft. Was sagst du, Alina, ist das überhaupt realistisch? Also meiner Meinung nach ist es heutzutage nicht realistisch. Also wir können jetzt nicht ein Blackout in der Mitte Europas haben, weil, keine Ahnung, im Februar einfach keine Sonne scheint und kein Wind bläht. Also idealistisch, ich verstehe, warum ja, so wir sollen eigentlich auf unsere Konsum reduzieren, aber wir wohnen so in einer Gesellschaft und wir haben so Industriebedarf, Wirtschaftsbedarf, wo man kann nicht einfach so idealistisch reingehen, aber da muss man muss das sagen, alles realistisch betrachten. Also wo kommt dieser Bedarf her? Also ist es wirklich notwendig, dass so viel produziert wird, dass so viel konsumiert wird? Und da muss man ganz klar sagen, nein, es ist nicht notwendig. Also wir müssen einfach anfangen, dieses Wachstumsdogma und dieses profitorientierte Handeln zu verändern, hin zu einem füreinander sorgendem Handeln, zu einem also ökologischem Handeln, anstatt diesen Planeten auszubeuten, uns gegenseitig auszubeuten und ja, im Prinzip ein zerstörerisches Gesellschaftssystem aufrechtzuerhalten. Jasmin, du bist einen Schritt zurückgegangen. Ja, dieses sollte und könnte geht mir ein bisschen auf den Keks. Und das ist das, was in dieser Debatte immer wieder passiert. Weil nein, diese Gesellschaft wird sich nicht zu 100% umdrehen. Nein, es ist ein klares Nein. Es wird nicht passieren. Dafür gibt es nicht genug Bewegung. Dafür gibt es nicht genug Leute, die so wählen. Und ich kann auch sagen, also selbst aus Hintergrundgesprächen mit hochrangigen Grünen, die wissen, dass es jetzt knapp wird. Es ist nicht so, dass man jetzt für Atom ist, aber dass man das in der Öffentlichkeit sagen würde. Das ist schon gerade eine Grenze. Und wenn wir die politische Landschaft in Deutschland komplett anschauen, ist die eine Hälfte der Wähler definitiv konservativ, liberal oder gar rechts. Das heißt, diese Mehrheit für den absoluten Wandel, der in einer linken oder grünen Ideologie gewünscht ist, egal ob man das gut findet oder nicht, er wird nicht passieren. Das heißt, was machen wir jetzt damit? Weil wir wissen, dass 1,5 Grad kommt. Und das ist ja der Konsens, den wir zumindest zu 6 hier gerade haben, was ja eigentlich schön ist, weil das ja selten passiert. Wie schaffen wir denn, dass es jetzt passiert, dass wir wissen, wir können uns erstmal versichern, dass wir Kohle abschalten? Also ich glaube, meine größte Angst ist, weil, wie gesagt, dieser Atommüll ist da. Der ist da und der wird es auch noch ein paar Jahre geben. Und Deutschland, speziell ist die Frage, hier werden auch keine neuen mehr gebaut werden. Da geht es auch darum, wie gehen wir mit dem EU-Ausland um. Die werden weiterhin bauen. Werden wir da Partnerschaften haben? Werden wir von denen Strom beziehen, wenn es bei uns knapp wird? Wird es die nächste Regierung und die jetzige Regierung schaffen, dass wir Erneuerbare so ausbauen, dass wir uns darauf verlassen können, werden die so in Forschung investieren, dass wir sagen können, die Speicherkapazitäten für Solar sind irgendwann da, 2029. Und ich glaube, das sind die Fragen, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Ernesto, was muss denn deiner Meinung nach jetzt konkret passieren? Weil wir haben das ja jetzt, es ist jetzt schon immer wieder aufgekommen, dass wir schneller mit den erneuerbaren Energien vorankommen. Weil es wurde jetzt schon oft genug gesagt, wir kommen nicht schnell genug voran. Absolut. Und das ist mir auch wichtig zu sagen, die Ziele, die wir haben, 80% Erneuerbare bis 2030 in Deutschland, auch sehr hohe Ziele EU-weit, die sind nicht unrealistisch, die sind auch jetzt noch zu schaffen, sie sind sehr ambitioniert. Nur ich habe die große Sorge, dass wenn man jetzt auf einmal dieses Atomkraftthema aufmacht, nochmal ein weiteres Argument geliefert wird, um eben die Veränderungen, die notwendig sind, nicht zu tätigen. Und die Veränderungen sind keine großen, es kostet nicht viel Geld. Es muss in Deutschland jetzt beispielsweise bundesweit standardisiert werden, wie man Solaranlagen, Windkraftwerke anmelden kann. Das muss automatisiert erfolgen, zum Beispiel über die Bundesnetzagentur, dass nicht jeder Netzbetreiber in jeder Stadt selber entscheidet, wie die Prozesse sind. Das sind relativ, ich sag mal, einfache Entscheidungen zum Zentralisieren und zum Entbürokratisieren. Und das wird dann die Energiewende entfesseln. Und wir sehen auch das auch schon, wir sehen das in bestimmten Segmenten. Und ich glaube und denke schon, dass eine politische Veränderung jetzt da ist. Vielleicht nicht so groß, wie man sich die
gewünscht hätte, aber eben doch, dass da Schritte kommen, von denen ich auch glaube, dass sie helfen. Und trotzdem ist es ja bis hierhin noch nicht so passiert, dass wir diese Diskussion hier gerade nicht führen müssten. Ja. Ist das also eine Frage des politischen Willens oder woran liegt es? Absolut. Es hat der politische Willen gefehlt. Wir haben in den letzten 10, 14 Jahren keine politische Mehrheit dafür gehabt. Es wurden Gesetze gemacht, das Erneuerbare-Energien-Gesetz, die Novellen, die es in den letzten Jahren gab, hatten sehr, sehr viele Fallstricke, die dafür gesorgt haben, dass auch junge Unternehmen wie unseres nicht in der Geschwindigkeit wachsen konnte, wie es eigentlich vom Markt gewünscht ist. Und ich glaube schon, dass das relativ leicht zu entfesseln ist. Und ich würde auch nochmal, das ist mir schon wichtig, auch widersprechen, alle anderen machen es anders, das stimmt nicht. Es gibt einzelne Länder, die auf Atomkraft setzen. Natürlich ist Frankreich prominent, es gibt im Baltikum, in Osteuropa einige Länder. Aber eigentlich ist das Thema rein marktwirtschaftlich an ganz vielen Orten auch tot. Es finden sich auch kaum private Investoren dafür. Neue Kraftwerke sind viel zu teuer und rechnen sich nicht gegenüber den Strompreisen an der Börse. Deshalb ist das nicht ein Einzelweg, den wir gehen. Spanien, Italien, ganz viele pushen bei den Erneuerbaren massiv. Jasmin, du hast es vorhin schon mal kurz angesprochen, dass du auch mit vielen PolitikerInnen zu tun hast, dass du auch weißt aus Hintergrundgesprächen, dass Leute zum Beispiel von den Grünen sagen, ja, ehrlich gesagt, würde das auch Sinn machen, wenn man zum Beispiel Atomkraft wieder in Erwägung ziehen würde. Was glaubst du denn, ist da das Problem? Also geht es um Festhalten an dem Atomausstieg und um Glaubwürdigkeit oder geht es tatsächlich um Überzeugung? Woran liegt es da? Ich glaube, es ging mal Überzeugung und jetzt ist es so ideologiebasiert, dass wir halt dieses Problem haben, dass man keine Meinung haben kann, ohne automatisch ideologisiert zu werden. Und ich glaube, dass in der Bevölkerung prinzipiell diese Diskussion nicht so angekommen ist, wie wir das jetzt gerade wollen, weil es nämlich sehr von oben herab ist und so ideologisiert ist. Das heißt, die einen verbinden automatisch mit Erneuerbaren, die Grünen wollen uns ein Windrad vor die Haustür ballern und die anderen verbinden damit Atomkraft, uns die Regierung, die CDU ist schuld, dass wir die Klimakrise haben und abschaffen. Also sozusagen diese zwei Extreme. Die Grünen sind ja aus der Anti-Atom-Bewegung mit entstanden. Würdest du sagen, die stehen sich jetzt in ihrer jetzigen Position mit ihrer, wie du gesagt hast, um dich zu zitieren, Ideologie im Weg? Nein, ich glaube, die sind einfach, das ist der Unterschied zwischen aktivistischen Bewegungen, Klimabewegungen und Realpolitik. Wenn man in einer Regierungsebene ankommt, wie die Grünen es jetzt final nicht in der Schröder-Ära sind, sondern jetzt mit der FDP und der SPD, merkt man einfach, welche Kompromisse man eingehen muss, wenn es bestimmte schlimme Szenarien gibt. Was denkt ihr denn? Sollten sich die Parteien dieser Frage Atomkraft ja oder nein nochmal stellen, bevor Ende 2022 die letzten Atomkraftwerke in Deutschland vom Netz gehen? Schreibt es mal in die Kommentare. Elia, du bist gerade einen Schritt auf Jasmin zugegangen. Wieso? Genau, weil gerade diese, also bei dem Punkt einmal Unterschied von sozialen Bewegungen und von Parteipolitik und dass da eben Kompromisse gemacht werden müssen und auch zum Punkt, wir brauchen eine große Veränderung, wollte ich nochmal stark machen, dass ich der Meinung bin, dass ein großer Wandel möglich ist und dass der vor allem von der Straße kommt oder dass auch diese Idee, wir müssen Profitorientiertheit und wir müssen Ausbeutung als Grundlage von unserer Gesellschaft überdenken und müssen wir verändern, sowohl um soziale Krisen als auch um ökologische Krisen aufzuhalten und zu stoppen. Es ketten sich auch Mütter an Atomkraftwerke zurzeit. Das möchte ich nur ganz kurz auch noch mal sagen. Es gibt nicht nur die eine Klimabewegung, es gibt auch Menschen, die für Atomkraft auf die Straße gehen. Also es gibt auch diese berühmte Szene auf der Fridays for Future Demo, wo eine Atomkraftaktivistin, die dafür ist, die mit Fridays for Future also demonstrieren wollte, wurde da weggezerrt und ausgebuht. Wo man auch wieder sagen muss, was gibt es da für Hierarchien und, ne, und wie ist unser Miteinander in der Lösungsfindung 1,5 Grad ist unser Ziel. Ja. Du nickst. Gehst du da einen kleinen Mini-Schritt auf Jasmin zu, nur in diesem Punkt? Also ich würde sagen, ich habe gerade genickt, weil ich sagen würde, ja, ich finde, die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, ist auf jeden Fall ein großer Punkt. Wie gehen wir zwischenmenschlich miteinander um? Wollen wir wirklich in Konkurrenz miteinander stehen, um die meisten Profite zu machen? Weil das zerstört diesen Planeten und das zerstört irgendwo auch uns. Das so. Finde ich sehr, sehr schön und sehr idealistisch. Wir stehen jetzt vor einer Krise. Wir sehen, was jetzt passiert in der Ukraine mit Russland. Wir müssen nicht vergessen, dass Deutschland zum Beispiel ihr Gas 30% aus Russland bekommt. Jetzt haben wir gehört, dass Scholz hat gesagt, irgendwie so Nord Stream 2 irgendwie jetzt aufhalten.
jetzt stehen wir vor einer Energiekrise. Jetzt können wir schon reden, wie es eigentlich in 10 Jahren sich entwickeln soll. Aber was soll jetzt in den nächsten paar Jahren passieren? Ich meine, wenn jetzt die Atomkraftwerke jetzt also alle ausgeschaltet werden, woher kommt jetzt Gas? Also das bedeutet, dass wir wirklich jetzt mehr von Kohle und Gas abhängig werden. Von Gas ist jetzt schwierig, weil wir gesagt wieder so diese ganz politische Frage auch, ob wir weiter mit Russland verhandeln oder so. Aber wir brauchen das Gas ja auch vor allem, also wir brauchen es zum Teil für Strom, aber wir brauchen es ja vor allem für Prozesswärme in Industrieprozessen und wir brauchen es zum Heizen. Da hilft uns die Atomkraft nicht. Wenn wir jetzt aber die Atomkraftwerke nicht ausschalten, dann können wir diese Energien doch nutzen und ein bisschen weit von dieser Import von Gas gehen. Ja, also Deutschland ist einer von größten Importeuren von Gas in Europa. Siehst du trotzdem den Punkt, dass Gas gerade in der aktuellen Situation, auch wenn man mit Ländern wie Russland zusammenarbeitet, eine politische Sackgasse werden könnte? Und auch wenn man perspektivisch in die nächsten 10, 20, 30, 40 Jahre guckt, dann ist ja klar, wir werden immer mehr Strom brauchen. Also 100%. Jetzt gerade kommen wir in eine Situation, wo man so ist, so, okay, da kann jemand einfach sagen, nee, ciao, ich krieg keinen Strom. Also 100%. Ich glaube, die Idee, dass jetzt importiertes Pipeline-Gas und auch überhaupt Gas für uns eine tragende Säule oder die tragende Säule im Energiemix sein sollte, die habe ich nicht. Ich glaube, das Gasproblem ist ja vor allem ein Wärme- und auch Industrieproblem. Es ist ja, wenn man sich den Strommix anschaut, sind Gaskraftwerke wegen ihrer Flexibilität wichtig, aber nicht wegen der Menge, die sie liefern. Da spielen sie eine eher untergeordnete Rolle. Aber es geht jetzt konkret ganz kurz um die Frage mit der Zusammenarbeit mit Russland. Also das ist für mich eine ganz andere Debatte, weil da hilft die Atomkraft nicht. Das will ich damit sagen. Also wenn ich kann. Was ist die Antwort darauf trotzdem? Ist ja die Frage. Also ich glaube, dass wir beim Gas schon viel früher hätten diversifizieren müssen und dann sukzessive natürlich Gas auch durch Wasserstoff ersetzen müssen. Aber ich glaube schon, dass wir Flüssiggas brauchen und bereit sein müssen, dafür ein bisschen Preis zu zahlen. Wir haben uns bisher politisch, auch damals, Fukushima, zu der Zeit habe ich auch mit einigen Energieunternehmen zu tun gehabt in meinem Job als Unternehmensberater, da waren damals die politischen Entscheidungen, wir setzen voll auf das Pipeline-Gas. Und das halte ich für einen Fehler. Ich glaube schon, dass man diversifizierten Gasimport braucht, bis wir irgendwann kein Gas mehr brauchen, sowohl in der Wärme, weil wir auf Wärmepumpen sind und anderen Technologien, als auch beim Strom selbst. Aber ich glaube nicht, dass wir auf Gas werden verzichten können und Atomkraftwerke werden uns dabei nicht helfen für die nächsten, ich sag mal, 10, 15 Jahre. Insofern brauchen wir sowieso Gas und müssen das Problem anders lösen, nämlich durch LNG. Wie viel Gas wir brauchen, ist auch die Frage. Wenn wir sagen, wir brauchen noch Gas und tatsächlich so, wir brauchen die ganze, so verschiedene Energiequellen, um wirklich unser Netzwerk stabil zu lassen. Aber mit einer steigenden, Deutschland steigt ständig in ihren Energiekonsum und ich meine, es ist wirklich einfach unmöglich, jetzt einfach zu sagen, hey, wir schalten jetzt Atomkraftwerke und dann werden nur auf die grüne Energie aufsteigen. Es wird jetzt nicht in die nächsten 5, 10, 20 Jahren passieren. Es einfach gibt keine Möglichkeit, wirklich auf grüne Energie umzusteigen. Es bedeutet, wir brauchen Gas. Ist Atomkraft die Lösung? Die Antwort ist nein. Ist eine Lösung. Es ist keine Lösung. Also wo ich einverstanden bin, ist, Gas ist eine Sackgasse. Wo ich einverstanden bin, ist, die Politik muss handeln und das ist zu viel zu träge. Egal, welche politische Entscheidung man trifft, bei der Erneuerbaren geht es viel zu träge. Aber wir sind an einem Punkt, wo wir politische Entscheidungen treffen müssen. Wenn die getroffen werden, dann will ich, dass die gegen die Atomkraft getroffen werden. Ich will, dass das Geld nicht in diesen Greenwashing, in diese Atomenergie geht, sondern da, wo es auch richtig sinnvoll investiert wird. Weil wir treffen auch Entscheidungen in einer geopolitisch instabilen Lage. Und da komme ich auf Russland zurück, weil auch die Verbindung zum Militär super nah ist. Also das geopolitisch ist einfach ein Kochtopf, was möglicherweise mit dem Druck irgendwann explodieren wird. Atomkraft kann da nicht, das ist zu gefährlich. Wir können doch nicht Krieg spielen mit Atomkraft. Wir haben, glaube ich, alle, es ist uns allen klar geworden, dass dieses Thema extrem komplex ist. Wir haben über die Gefahren gesprochen, über Klima- und Generationengerechtigkeit, über globale Ungerechtigkeit, über politische Abhängigkeit. Deswegen lass uns jetzt zum Abschluss nochmal bei der sozialen Lösung für dieses Thema bleiben. Ist denn Atomenergie für uns alle am günstigsten? Nein. Ich sage, dieser Weg mit nur 100% erneuerbare Energien, das ist das Problem. Mhm. Erneuerbare Energien sind nicht schlecht. Wir brauchen Solar, wir brauchen Wind. Aber das Problem, was wir in Deutschland hatten, dass wir am Anfang, zumindest 98, als diese Energiewende eingeleitet worden ist, ging es ja gar nicht um Klima. Es ging um aus dem Atom,
aus der Atomenergie auszusteigen. Und das hat jetzt dazu geführt, dass wir im Prinzip nur Atom durch Kohle ersetzt oder Atom durch, ich sag mal, erneuerbare Energien ersetzt haben, während Kohle und Gas weiter bunter weiterlaufen konnten. Ernesto, du hattest das vorhin schon mal mit den Kosten angesprochen. Ja. Wie siehst du das denn? Wäre Atomkraft eine Lösung, eine sozial gerechte Lösung für die Stromfrage? Über die nächsten 5 Jahre hinaus, nein. Und das ist wirklich das, mir auch der wichtigste Punkt. Ich gucke auch auf das Thema Energie, auch wenn ich selber Solarenergieunternehmer bin, sehr nüchtern und als Volkswirt. Und es ist so ein abgeschriebenes Atomkraftwerk, was da steht seit 30 Jahren. Ja, das produziert Strom für 3 Cent die Kilowattstunde. Das ist günstig. Aber nur solange ich das nicht neu modernisieren muss oder neu bauen muss, ein neu gebautes Kernkraftwerk oder ein aufwendig modernisiertes, da bin ich bei 12 bis 20 Cent. Alleine Wholesale, also Börsenpreis, plus die ganzen Umlagen. Wenn wir sozial gerecht sein wollen, dann müssen wir die Umlagen reduzieren. Das wird jetzt ja teilweise gemacht. Dann müssen wir auf Erneuerbare setzen, die sind am günstigsten. Und dann müssen wir letztlich, also wenn wir gucken, gerade Frankreich hat im Moment höhere Börsenpreise Strom als Deutschland, bereits seit Wochen. Das hat nichts mit den... Das hat mit den Gestehungskosten zu tun, das ist ein Grenzkostenthema. Ja. Und da ist einfach Atomkraft nicht die Lösung. Es ist nicht günstig. Also gerade was die Kosten angeht, muss ich wirklich widersprechen. Das ist ja wirklich wieder ein deutscher Tunnelblick, muss ich sagen. Wenn man internationale Vergleiche sieht, und das hängt natürlich damit zusammen, wie man das ausrechnet. Läuft ein Kernkraftwerk nur 35 Jahre wie in Deutschland? Oder 60 oder 80 Jahre, wie die neuen geplant werden, dann sieht die Rechnung komplett anders aus. Wir könnten detailliert in alle diese Berechnungen gehen, was die Entstehungskosten gehen und was die Kosten für die Endlagerung angeht. Das sind alles Mythen, die wir seit 30, 40 Jahren hören. Wir sollten uns wirklich mit den Fakten, wie sie heute existieren, mit dem heutigen Stand der Technik uns auseinandersetzen. Und die sieht völlig anders aus. Das musste ich auch selber lernen. Ich glaube, es ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um zumindest mal zu versuchen, zu den Kompromissen zu kommen und welche zu finden. Das Ganze läuft jetzt so ab. Ich habe einen Kompromissvorschlag an euch. Und zu dem könnt ihr euch gleich positionieren. Wir sagen, was ihr davon denkt. Und dann habt ihr Zeit auf eurem Feld, um die Köpfe zusammenzustecken und einen Kompromissvorschlag an die andere Seite zu wenden. Okay, kommen wir zu meinem Kompromissvorschlag für euch. Was klar geworden ist, wir kommen nicht drum herum, in den ein oder anderen sauren Apfel zu beißen, zumindest auf dem Weg zu den erneuerbaren Energien. Wir müssen uns öffnen, auch in Deutschland, auch mit der Geschichte unserer Anti-Atom-Bewegung in Deutschland, für einen ergebnisoffenen Diskurs über das Ja oder Nein, zumindest nochmal darüber zu sprechen. Da könnt ihr jetzt gerne noch mal einen Schritt auf mich zugehen, stehen bleiben oder wie du dich gerade zurückbewegst, Cécile. Ihr stimmt mir zu. Cécile, du hast dich zurückbewegt. Warum? Es ist jetzt Zeit, dass die Politik handelt. Es ist nicht mehr Zeit, rumzueiern, bin ich dafür oder dagegen. Die Argumente sind auf dem Tisch. Wir haben uns entschieden, wir sind gegen die Atomkraft. Deutschland hat auch einen Teilausstieg beschlossen. Das ist eine gute Sache, auch wenn er nicht vollständig ist, wegen der Brennstoffproduktion in Lingen und Gronau. Und das muss so weitergehen. Es ist nicht mehr der Moment, reden wir nur darüber. Ich denke, auch aus Pragmatismus wäre es fatal, wahrscheinlich sogar die Diskussion nochmal aufzumachen, weil sie ablenkt von den Handlungsaufgaben. Deshalb würde ich sie nicht aufmachen, sondern wenn überhaupt, ja, dann würde ich sagen, es sind jetzt 3 Kraftwerke noch am Netz. Dann soll halt die Bundesnetzagentur sagen, welche 3 Kohlemeiler sie rausnimmt und dafür sagen, dafür lassen wir die 3 AKWs noch 3 Jahre laufen. Dafür sollte man aus meiner Sicht keine breite Debatte mehr anstellen. Aber für die Entscheidung muss trotzdem noch mal darüber gesprochen und das überhaupt noch mal in Erwägung Das wäre keine ergebnisoffene Diskussion. Das wäre eine ganz spitze Diskussion, die Frage hätte, sollen wir jetzt Kohlemeiler XYZ rausnehmen, um jetzt 10% CO2 runterzufahren, sofort, und dafür die noch 2 oder 3 Jahre laufen lassen. Das wäre eine sehr spitze Diskussion. Eine ergebnisoffene Diskussion, gibt es neue Erkenntnisse und so weiter, würde uns massiv ablenken. Wir sehen ja, wie lange wir brauchen, um überhaupt ins Handeln zu kommen. Bevor wir jetzt zu euren Kompromissen kommen, ganz kurz, Jasmin, warum bist du einen Schritt zurückgegangen? Weil es hier nicht darum geht, dass wir die komplette Diskussion nochmal aufrollen, aber zu sagen, dass wenn wir diese Debatte aufmachen, wir vom Kernproblem ablenken, ist halt auch falsch, weil es geht darum, dass man sagt, das wichtigste Problem ist 1,5 Grad und Kohle ist das Problem. Das heißt, diese Nischendebatte Atom ist auch ein Hinweis darauf, dass 1,5 Grad durch Kohle gelöst werden müssen. Also das ist eine Teildiskussion dessen, wenn man alle mit einbezieht. Das ist nämlich nicht nur eine grüne Perspektive, sondern die gesamte Perspektive braucht auch
diesen Atom-Diskussionspunkt. Deswegen würde ich euch jetzt kurz einmal die Köpfe zusammenstecken lassen auf jedem Feld. Und ihr könnt euch jetzt einen Kompromissvorschlag für die andere Seite überlegen und versuchen, wie ihr die anderen überzeugen könnt, einen Schritt auf euch zuzugehen. Mal gucken, ob das klappt. Tun sollen? Wie kann ich in Polen sagen? Wie kann ich in Finnland sagen, was sie tun sollen? Aber wie ist das denn mit den Erneuerbaren? Also wie schnell kann das ausgebaut werden? Okay, wir merken, das Thema ist wahnsinnig komplex. Es muss super viel bedacht werden, wenn man sich entweder für oder gegen Atomenergie entscheidet. Und hier werden gerade fleißig Kompromisse sich überlegt. Was ist denn euer Kompromiss, nachdem ihr diese Sendung hier geschaut habt? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Das heißt, wir werden jetzt nicht schaffen, Kohle in 2025 abzuschalten. Keine Einmischung ins EU-Ausland, das heißt Beispiel Polen. Und im Ausland überhaupt. Genau. Dann würde ich sagen, ich fange an mit eurem Kompromissvorschlag mit dem gelben Feld. Was habt ihr euch überlegt? Also wir haben festgestellt, es herrscht Einigkeit darin, dass wir ein gemeinwohlorientierteres Gesellschaftssystem bräuchten und dass wir alle die Klimakrise aufhalten möchten. Und deswegen ist unser Vorschlag immer noch, erneuerbare Energien ausbauen, gemeinwohlorientiertes Gesellschaftssystem und Energiesystem und das Energiesystem vergesellschaften. Ihr könnt also jetzt gerne einen Schritt auf das andere Feld zugehen, stehen bleiben, einen Schritt nach hinten gehen. Der erste Teil wäre okay, aber wir müssen zumindest die 3, ich würde sogar sagen 6 Kernkraftwerke, wenn wir sie wieder instand bringen können, laufen lassen, bis wir zu dem Zeitpunkt gekommen sind, wo andere Optionen besser sind. Jasmin, siehst du das auch so? Nee, ich finde einen anderen Ansatz. Also prinzipiell, ich finde, dass der Kompromiss sehr viel Idealismus ist, bis auf eine Sache. Die Verstaatlichung prinzipiell, ja, in dem Rahmen, in dem es möglich ist, in der politischen Gegebenheit. Es ist ja nicht was, was überall in jedem Bundesland einfach so easy zur Diskussion steht. Das heißt, prinzipiell ja, aber nur da, wo es auch politisch so möglich ist, je nachdem, wo sich dafür Mehrheiten finden und wo so gewählt wird, dass die politischen Akteure so handeln. Alina, was denkst du? Ja, also ich, theoretisch würde ich unterschreiben, aber praktisch sehe ich da, dass es kein wirklich praktische Art von Kompromiss, was wird jetzt in den nächsten 5 Jahren passieren. Okay, dann würde ich euch jetzt gerne um euren Kompromissvorschlag bitten. Ich glaube, unser ist ein bisschen, also der lehnt sich nochmal an dieser Debatte um die 3 Laufenden an. Es geht erstens darum, dass die 3 laufen dürfen, solange und der jeweilige Prozentsatz, den Kohle verursacht, zurückgefahren wird. Das heißt, das, was diese 3 AKWs weiterhin produzieren würden, je nachdem, wie die Erneuerbaren aufholen, das bei der Kohle einzusparen und dass es ein gesetztes Ziel gibt für einen CO2-Ausstieg finanziell, dass man weiß, dass in dem Jahr, dass man da aussteigt und dass das Geld, weil wir auch eben über Arbeitsplätze gesprochen haben, reinvestiert wird so, dass alle Menschen, die in der Kohleenergie arbeiten, rübergesetzt werden können, versichert. Also da geht es ja auch um Arbeitsplätze und soziale Absicherung, dass dieser Transfer in die andere Energiebranche passiert und dass wir sozusagen uns trotzdem mit diesen Atomkraftwerken, die laufen, noch etwas absichern, bis diese nicht mehr instand gehalten werden können. Okay, was sagt ihr? Geht ihr einen Schritt auf die andere Seite zu? Oh, das waren aber nicht mal Zentimeter. Ernesto. Ja, das waren auch sehr viele Aspekte jetzt drin, wo viele jetzt, ich habe auch nicht alle ganz verarbeiten können, aber wo viele für mich nicht sehr sinnvoll und plausibel klangen, gerade dieses Thema Transferleistung. So, ich glaube, da ist mehr als genug gemacht, auch im Verhältnis zur Größe der Kohlebranche. Ich glaube, das ist nicht das Thema. Wie gesagt, aus meiner Sicht, diese 3 Kraftwerke zu tauschen für 2 bis 3 Jahre, sofern das überhaupt praktikabel ist, aber mit für mich aus meiner Sicht 2 bis 3 Jahre, und zu sagen, dafür schalten wir sofort in gleichem Maße Kohle ab, um jetzt einen großen CO2-Effekt zu haben, jetzt in 22 und 23, das ist das Einzige, was ich für sinnvoll halte. Ich finde, dass also diese Debatte, weil wir auch darüber gesprochen haben, wie präsent dieses Thema sein sollte und wir auch darüber gesprochen haben, das heißt, es war sehr viel Reflexion über die Debatte in der Debatte. Das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Und ich bezeichne mich mal sehr gerne als Realistin. Ich weiß auch, dass das eine Komfortzone ist, aber auch einerseits mein Pessimismus ist. Und ich glaube, da nochmal immer wieder dieses Anstoßen von es gibt dieses Ideal und Ideale kann man umsetzen, wenn es genug politische Kraft gibt, dem entgegenzusetzen, was man selber glaubt und das manchmal sozusagen diesen positiven Gedanken, dass es könnte, zuzulassen in der eigenen Bewertung. Das fand ich ganz gut. Ich glaube, dass ich trotzdem Realistin bleiben werde, aber das immer wieder mal mitzunehmen und das nochmal dazu zu stoßen und vielleicht mit etwas mehr Elan in die nächste Debatte zu gehen, das könnte ich so für mich persönlich mitnehmen.
Ja, dazu kann ich auf jeden Fall sagen, ich bin auf jeden Fall die Idealistin bei uns beiden oder auch generell ein idealistischer Mensch und glaube auch, dass es das in diesen Debatten auf jeden Fall auch braucht. Genauso wie es auch zum Beispiel in Form von dir Menschen braucht, die ganz klar sagen, okay, so sieht es politisch aus und das sind die ist so der Zustand, in dem wir uns befinden. Und ich glaube, das ist auch voll wertvoll, dann eben zusammenzukommen und eben Realistinnen und Idealistinnen zu haben und dann gemeinsam zu schauen, okay, was könnte unser idealistisches Ziel sein oder was ist es und wie können wir da irgendwie im Hier und Jetzt hinkommen. Ich danke euch trotzdem vielmals für die Diskussion. Wirklich, das hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Dankeschön. Dankeschön. Wenn euch diese Folge 13 Fragen gefallen hat, dann lasst doch hier gerne ein Abo für den Kanal da. Hier oben gibt es ein weiteres Video von 13 Fragen und hier unten ein weiteres Video zum Thema.